Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe My First Trade. Heute geht es um Orderarten. Orderarten ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ohne Orderarten kommt ihr nicht in den Markt rein. Und das wollen wir jetzt mal schauen. Es gibt verschiedenste, unterschiedlichste Möglichkeiten, in den Markt einzusteigen. Und die gängigste Methode, meine Damen und Herren, ist eine Market Order. Man will also schnell rein. Man kann also eine Market Order Long begehen, das heißt, man kann kaufen, oder man kann auch in der Tradersprache verkaufen, das heißt, man geht Short in den Markt. Wir haben das hier mal ein bisschen vorbereitet in dieser Folie und wir sehen hier eins, die Kurse sind einmal umgekehrt und deswegen habe ich hinter mir einen Flipchart aufgebaut und wir gehen jetzt mal direkt in den Flipchart rein. Und hier seht ihr schon zwei Kurse, 1,1342 zu 1,1343. Zu welchem Preis kaufen wir? Es wäre schön natürlich, ja, wenn wir zu diesem Preis kaufen. Ja, und da wird er schon angezeigt, da würden wir schon einen Gewinn haben, aber es ist leider nicht so, sondern wir gehen immer long. Vom Broker kriegen wir den rechten Preis, diesen Preis, der teurere Preis. Wenn wir short gehen, dann bekommen wir diesen Preis. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann also den Kurs long kaufen mit einer sogenannten Market Order. Und eine Market Order bedeutet im Innenverhältnis beim Broker zum nächst verfügbaren Preis. Das bedeutet, wenn der Kurs da bleibt, bekomme ich den Kurs. Wenn der Preis aber wie verrückt Ping-Pong spielt, dann kann es sein, dass ich einen schlechteren oder sogar besseren Preis auch bekomme. Also Market Order ganz, ganz wichtig. Dann gibt es die Limit Order. Da gebe ich vor, zu welchem Preis ich definitiv kaufen möchte oder sogar besser. Und besser bedeutet bei 1,1343, besser ist natürlich immer tiefer. Und dann gibt es die Stop-Order. Und die Stop-Order hat zwei Funktionen. Einmal kann ich zu einem bestimmten Preis mich einkaufen. Das ist eine Buy-Stop-Order, die immer aktuell über den aktuellen Preis ist, wie so eine Bracket-Order. Oder ich kann die Stop-Order auch nutzen, um mich aus dem Stop, aus dem Markt rauszuholen. Und das bedeutet, wenn ich eine Long-Position eingehe, dann ist das immer wie beim Yin-Yang der Gegenpol. Das wäre dann eine Sell-Stop-Order. Das heißt, wir haben hier zwei Bereiche. Market-Order auch beim Short-Gehen, Limit-Order auch beim Short-Gehen, Stop-Order auch beim Short-Gehen. Und wenn wir das jetzt mal so reinlegen, sind das die Funktionen. Wenn ich also Long gehe, 1,1343, Carlos, mit welchem Preis würdest du empfehlen? Also wenn ich schnell in den Markt gehe, Market-Order. Wenn ich Ruhe haben will und ich habe mir in der Chartanalyse mir einen Preis rausgesucht, zu dem Preis ich definitiv kaufen möchte, dann mache ich eine Limit Order. Wenn ich einen Ausbruch treten möchte aus einer Trading Range, meine Damen und Herren, hier zum Beispiel, dann mache ich das mit einer Buy Stop Order. Wenn ich unten herum möchte, mit einer Sell Stop Order. Was gibt es noch? Meine Damen und Herren, es gibt ein Trailing Stop, das heißt so ein Schleppstopp, der nachgezogen wird. Es gibt Bracket Orders, wo Buy Stop und Sell Stop Order platziert wird. Es gibt eine Vielzahl. Tut mir einen Gefallen, setzt euch erstmal mit diesen drei Funktionen auseinander. Jeder Broker hat in seiner Plattform diese drei Bereiche: Market Order, Limit Order und Stop Order. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Üben und wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dahin, gute Trade und bleibt gesund.